Trader. Mit uns hast du gute Karten. Herzlich willkommen zu unseren wöchentlichen Locals hier live aus dem Trading Card Superstore. Eine neue Woche, eine neue Runde voller Duelle und spannender Kartenschlachten. Das gute alte Rematch Christian gegen meine Wenigkeit. Viel Spaß beim Zugucken. Und falls ihr mal selbst mitspielen wollt, traderonline.de, Ticket kaufen, vorbeikommen, Spaß haben. Und mit ein bisschen Glück sogar mal selbst im Stream mitspielen. Viel Spaß. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Frisch in der Casual-Gruppe angekommen, wieder zurück. Und dann gucken wir mal, was heute so für Dinge passieren. So, Wasserwürfel, damit es heute läuft. Okay. Hochentscheidet. Ja, dann darfst du sogar entscheiden, wer anfängt. Ich möchte, dass du beginnst. Alles klar, dann tue ich das doch einfach mal. Auf ein Gutes. Auf ein Gutes. Ding, 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 ding. Dann Draw Phase, Standby Phase und Main Phase. Interessanter Start, würde ich mal sagen. Ja, ich fange mal an mit der Normalbeschwörung auf Zoroark, Magistus der Flamme. Oh, Magistus. Ja, der hat einen ganz coolen Effekt. Ich kann ein Magistus-Monster wählen, das ich kontrolliere, bis mit einem Magistus-Monster aus meinem Extra-Deck ausrüsten. Mhm. Den Effekt würde ich gerne mal nutzen wollen, wenn du nichts dagegen hast. Tu das. Das ist gar traumhaft. Dann rüste ich ihn mal mit meiner Artemis, die Magistus Mondmaid, aus. Und das triggert seinen zweiten Effekt. Denn sollte er mit einer Magistus Monsterkarte ausgerüstet werden, kann ich ein Hexermonster der Stufe 4 als Spezialbeschwörung von meiner Hand oder meinem Friedhof in Verteidigungsposition beschwören, außer Zoroark selber. Allerdings werden die Effekte des Monsters annulliert. Okay, hört sich gut an. Mach das gerne. Gut, dann beschwöre ich mal meine Rukia vom Weißen Wald. Und möchte dann. Während du nachdenkst, danke an Stoneforge One für dein einmonatiges Abo. Was tue ich mir gerade? Nee, das verschenken Abo. Verschenkt, der 13 sogar verschenkt insgesamt. Oh. Wahnsinn, Dankeschön dafür. Danke, danke. Ja, dann würde ich mal sagen, nutze ich mal den Effekt von meiner ausgerüsteten Artemis, der Magistus Mondmaid. Denn solange sie ein Monster ausrüstet, kann ich mir einen Magistus Monster von meinem Deck meiner Hand hinzufügen. Und den Effekt würde ich gerne aktivieren wollen. Ja, bitteschön. So, dann nehmen wir... Tja, welches Magistus Monster nehmen wir dann da mal? Ich glaube, der könnte interessant sein. Ich suche mir Crowley, den Magistus der Zauberbücher. Und mache dann mal mit folgender Karte weiter. Ich aktiviere meine Spielzeugkiste. Die hat ein paar lustige Effekte. Zum einen, einmal pro Spielzug, wenn du einen Angriff deklarierst, kann ich eine verdeckte Karte, die ich kontrolliere, auf den Friedhof legen und dann jenes Monster des Gegners einfach mal zerstören. Außerdem kann ich einen der beiden folgenden Effekte von meiner Spielzeugkiste pro Zug aktivieren. Entweder bestimme ich zwei Monster mit Spielzeug in ihrem Grundnamen, die sich selber als Zauber von der Hand setzen können, von meiner Hand, meinem Deck oder offen von meiner Monsterzone und, oder meinem Friedhof und setze sie als Zauber der Falle in meine Zauber- und Fallenzone oder ich zerstöre bis zu zwei Karten in meine Zauber- und Fallenzone. Okay. Ich würde gerne den ersten Effekt nutzen wollen. Tu das. Das ist in der traumhaft, weil dann lege ich mir einfach einen Spielzeugsoldaten und einen Spielzeugpanzer in die Zaubernfallenzone. So cute. Ja. Dann haben die besondere Effekte da unten. Da unten machen die nichts. Sie machen nur was, wenn sie auf den Friedhof gelegt werden. Okay. Und was, wenn ich fragen darf? Die beschwören sich selber. Und auf Beschwörung machen sie ja noch andere Dinge. Abhängig davon, wer es gerade ist und ob ich den die Spielzeugkiste schon kontrolliere oder nicht. Möchtest du es genau wissen? Nee. Gut. Dann würde ich gerne den Effekt von Crowley, Magistus der Zauberbücher, aktivieren wollen. Ich darf ein Hexermonster von meiner Hand oder offen von meiner Spielfeldseite auf den Friedhof legen und dann ihn als Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören. Ist das erstmal in Ordnung? Tu das. Dann würde ich in dem Fall meine annullierte Rukia nehmen und meinen Crowley Spezialbeschwören.
So, Crowley hat noch einen weiteren Effekt. Ich kann nämlich eine Eigenschaft deklarieren und ihn dann bis zum Ende des Spielzuges zu dieser Eigenschaft werden lassen. Außerdem kann ich diese Karte von meinem Friedhof verbannen und in einen Magistus-Monster wählen, das ich kontrolliere, und es mit einem Magistus-Monster von meinem Friedhof ausrüsten. Außer mit einem Monster der Stufe 4. Das heißt, die Monster darf ich halt nicht ausrüsten, aber sowas wie die Artemis, was ja halt nicht Stufe 4 ist, kann ich halt ausrüsten. Und ich darf halt jeden Effekt nur einmal pro Spielzug von Crowley benutzen. Dann mache ich mal weiter. Und gehe auf eine Synchro-Beschwörung mit Zoroark und Crowley. Und beschwöre meinen Zoroark, den Magistus Lohe Katastrophe. Der hat ein paar sehr coole Effekte. Wenn er Synchro beschworen wird, darf ich ihn mit einem Magistus-Monster von meinem Extra-Deck ausrüsten. Du hingegen darfst, solange er ausgerüstet ist, nicht die Monster, die Effekte von Monstern mit dem gleichen Kartentyp, also Fusions, Synchro, Exis oder Link, wie Magistus-Monster-Karten, mit denen er ausgerüstet ist, aktivieren. Das heißt, wenn ich ihn mit einem Fusionsmonster ausrüste, kannst du keine Fusionsmonster-Effekte mehr aktivieren. Und so weiter und so fort. Außerdem, falls er sich im Friedhof befindet, kann ich eine Magistus-Karte wählen, die ich kontrolliere, sie zerstören und dann ihn vom Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören. Okay. So, dann möchte ich erstmal seinen Beschwörungseffekt benutzen und ihn mit einem Monster aus meinem Extra-Deck ausrüsten. Mit einem Magistus-Monster, wohlgemerkt. Und ich glaube, ich entscheide mich mal hier für Aivas, den Magistus-Zaubergeist. Ei, was soll denn das denn? Ja, das fragen sich viele, wenn sie die zum ersten Mal sehen. Solange er ein Monster ausrüstet, erhält das ausgerüstete Monster 1000 Angriffs- und Verteidigungspunkte. Einfach mal so frei Haus. Das ist schon mal ganz nett, ne? Dann hat er jetzt 3,9. Das ist richtig. Genau, außerdem kann ich ihn, wenn er als Monster auf dem Spielfeld liegt, ein Monster auf dem Spielfeld wählen und das mit ihm ausrüsten. Und sollte ich ein gegnerisches Monster mit ihm ausrüsten, übernehme ich die Kontrolle über das entsprechende Monster. Ui. Ja. Aber ich dürfte die Effekte des Monsters nicht aktivieren. Aber da ich ihn erstmal nur so direkt aus dem Extra-Deck ausgerüstet habe, habe ich halt nur den Angriffsbonus für meinen Zoroark entsprechend geltend machen können. Ich würde aber gerne noch den Effekt von Crowley aktivieren. Ich verbanne ihn aus meinem Friedhof und würde gerne meinen Zoroark mit der Artemis ausrüsten. Ja. Und anschließend gucke ich mal, was du so für Dinge tust und beende meinen Spielzug. Alles klar. Draw Phase, Standby Phase und Main Phase. Mhm. Ich starte mal mit einem Blitzsturm. Autsch. Und sage, Zauber und Fallen sollen zerstört werden. Uff. Das tut ein bisschen weh. Sehe ich gerade, dass sogar der Effekt nicht mal once per. Doch, du kannst jeden Effekt nochmal pro Spielzug verwenden. Ja, ja gut, dann verschwinden alle meine Zauber- und Fallenkarten auf den Friedhof. Allerdings sage ich dann auch einmal Dankeschön. Habe ich mir fast gedacht. Genau, jetzt aktivieren sich mit die Effekte von Spielzeugsoldaten und Spielzeugpanzer. Sollten sie nämlich als gesetzte Karte auf den Friedhof gelegt werden, vor der Zauber- und Fallenzone heraus, darf ich die beiden einmal als Spezialbeschwörung beschwören. Genau, das tue ich dann auch einmal, wenn du nichts dagegen hast. Da habe ich nichts gegen. Gut. Also nichts in Kartenform. Gut, dann beschwöre ich einmal mein Spielzeug Panzer und meinen Soldaten. Und dann aktiviert sich der Beschwörungseffekt von meinem Soldaten. Wenn er nämlich beschworen wird als Spezialbeschwörung oder als Normalbeschwörung, darf ich mir eine Spielzeugkiste von meinem Deck der Hand hinzufügen. Oder sollte ich die Spielzeugkiste bereits kontrollieren, dürfte ich mir stattdessen ein Lichtmonster der Stufe 4 suchen. Aber in dem Fall würde ich mir gerne die Spielzeugkiste suchen, wenn du nichts dagegen hast. Ja. Hast du ja meinen halben Plan hier zunichte gemacht. Wie, nur den halben? Ich wollte den ganzen zerstören. So, dann aktiviere ich die Karte Wunderkiss. Oh. Sagt, lege ein Felsmonster Stufe 4 und Jäger von deinem Deck auf den Friedhof. Und falls du Fossilfusionen in deinem Friedhof hast, ziehe eine Karte. Spielst also tatsächlich ein Fossil-Deck? Ich bin gespannt. Ja, dann machen wir weiter. Ich habe nichts, um das zu unterbinden. So, dann lege ich da mal den verwitterten Soldat rein. Ja, und dann möchtest du wahrscheinlich seinen Effekt aktivieren. Dann sollte er durch einen Effekt auf den Friedhof gelegt werden. Darfst du dir Fossilfusion suchen oder eine Karte, die sie erwähnt. Ne? So sieht es nämlich aus. Ja, das weiß ich ziemlich gut, weil ich habe das Deck vor kurzem noch mal spaßhalber auf Master Duel gespielt.
Da gibt es ja auch diese Master Duel Challenges, die du spielen kannst. Und da gibt es halt eine Challenge, halt, wo du auch drei Fusionsbeschwörungen durchführen musst. Und ich hatte Spaß, habe zufälligerweise noch mein Fossil-Deck und habe das dann einfach dann benutzt, um diese Mission dann abschließen zu können. Ist eine gute Wahl. Ja. Habe ich mir nämlich so gestern Abend auch gedacht, ich möchte mal wieder irgendwie ein Deck spielen, was ich lange nicht mehr hatte. Mhm. Und das war noch so gut wie zusammengebaut. Habe es aber auch wirklich seit den Quarantäne-Streams nicht mehr gespielt und bin auch dementsprechend versiert mit dem Deck. So, die Karte sagt nämlich, ich kann ein Fossil Fusionsmonster beschwören, indem ich Monster, die darauf aufgeführt sind, von beiden Friedhöfen verbanne. Ja. Das heißt, ich sollte möglichst nur kleine Monster im Friedhof liegen haben, weil sonst könntest du durchaus böse Monster aus dem Friedhof verbannen. Da ist ja sogar schon so ein Stufe 8 Monster. Ja, genau, das ist nämlich das Problem. Ja, dann gehe ich mal all in und aktiviere mal die Fossilfusion. Ja. Und verbanne meinen verwitterten Soldaten und deinen Stufe 8 Monster. Verdammt, ich hatte es befürchtet. Und gehe in... Welcher ist denn der mehrmals angreifen darf? Oh, das war der König, der darf nur zweimal angreifen. Oder war das der Schädelgar? Also Schädelgios sagt, der kann... Der kann jedes Monster, glaube ich, einmal angreifen. Und dann mit durchschlagendem Kampfschaden und mit doppeltem Kampfschaden. Und der kann die ATK und Death von Monstern vertauschen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, genau. Und falls diese Karte gegen Monster, genau, durch einen Kampfschaden. Aber er kann nicht jedes Monster einmal angreifen. So. Welcher ist denn der alle angreifen kann? Shell König? Das war das Shadow Out, das Auto. Das reduziert die Angriffspunkte aller gegnerischen Monster um ihre Death und darf jedes Monster einmal angreifen. Und wenn es ein Monster durch Kampf zerstört, dann kriege ich sogar noch 1000 Punkte extra Schaden. Ja, genau, der ist es. Das Brumm. Genau, der ist jetzt die einzige Addition. Aber ich glaube echt, dass ich für. Was kann er nochmal? Sollte er im Friedhof liegen, kann ich ein Magistus-Monster auf dem eine Magistus-Karte auf dem Spielfeld zerstören und ihn dann vom Friedhof beschwören. Und wenn der Synchro beschworen wird, rüste ich ihn mit einem Monster von meinem Extra-Deck aus. Ah, okay. So, und er blockiert dann die Effekte von Monstern-Typen, mit denen er ausgerüstet ist. Aber da gerade annulliert er nichts. Ja, dann gehe ich auf den Schädelkönig. Mhm. Der ist legit, ne? Weil er jetzt auch nicht explizit sagt, er braucht einen Stufe 7 oder höher Monster aus dem Friedhof. Ne? Das sagt ja die Karte, ne? Ja gut, du brauchst halt nur das richtige Material dafür. Ja. Er ist halt eine Stufe 7 oder höher Monster. Ja. Von daher hast du die Materialbedingungen für den König erfüllt. So, genau. Und der sagt nämlich, wenn er durch, als Fossilfusion beschworen wurde... Oder muss halt so erstmal beschworen werden. Er kann jeder Battle Phase 2 Angriffe durchführen. Mhm. Kann sogar gegen den Spieler sein. Und falls er in Verteidigungsmodus angreift, macht er durchschlagenden Kampfschaden. Und während des Spielzugs des Gegners schnell fällt, kann ich ein Monster im Friedhof des Gegners wählen. Ich werfe eine Karte ab und falls ich das tue, kann ich das Monster spezial beschwören. Ja, das ist quasi eine Wiedergeburt im gegnerischen Zug. Das ist schon nicht so ganz ohne. Genau. Dann würde ich jetzt tatsächlich schon in... die Battle Phase reingehen. Das ist in Ordnung, ja. Dann, die machen nichts, wenn sie zerstört werden, ne? Der hat nur gesucht, ne? Ja, genau. Nur wenn die aus der Zauber- und Fallenzone gesetzt auf den Friedhof gelegt werden, dann kann ich sie halt spezial beschwören. Und wenn ich ihn halt beschwöre, dann darf ich halt mir entweder die Spielzeugkiste suchen oder wenn ich die Kiste schon habe, ein Level 4 Lichtmonster. Und ihn darf ich während meines Zuges als Tribut anbieten, um ein Monster der Stufe 6 oder niedriger von meiner Hand zu beschwören. Genau. Genau, und wenn ich die Spielzeugkiste habe, sogar ein Monster vom Friedhof stattdessen. Das hört sich nach dem Plan an. Also Battleface? Ja. Dann greife ich mit dem Schädelkönig erst den Soldaten an. Ja, für 1800 Punkte Schaden in dem Fall, wenn er durchschlagenden Kampfschaden macht. Korrekt. Und dann mit 2,8 auf 2,1. Gut, dann kriege ich nochmal 700 Punkte Schaden. So, Mainphase 2. Mhm. Ich lege zwei Karten verdeckt. Mhm. Und außerdem werde ich ein Monster setzen. Dieses hier. Hm. Und dann bist du dran. Alles klar. Dann Draw Phase. Standby Phase. Main Phase. Dann aktiviere ich als erstes mal meine Spielzeugkiste. Mhm. Und würde gerne wieder den Effekt von meiner Spielzeugkiste benutzen wollen, um mal wieder Monster zu setzen. Von meiner Hand, meinem Deck, meinem Friedhof. Und meine Monsterzone und lege sie einfach verdeckt hin. Ja. Dann packen wir einfach mal den Spielzeugpanzer und den Soldaten mal wieder schön darunter. Die freuen sich.
Wobei ich packe die am besten mal dorthin, weil dann habe ich da keine Angst oder kein Problem damit, wenn dann eine unendliche Unbeständigkeit irgendwo rumliegt. So. Die Karte, die bei uns im Format auf 1 ist, aber die man trotzdem gerne mal zieht. Ja. Immer diese One-Offs. Mhm. So, die Frage ist, wie mache ich jetzt weiter? Da, 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 da. Ich könnte das natürlich riskieren. Jetzt muss ich mal eben kurz was nachgucken. Da, da, da. Das ist erstmal nicht wirklich relevant. Das könnte eventuell interessant sein, aber das bringt mir gerade nicht so wirklich was. Das Problem ist bei Weißen Wald Magistus ist, dass die wichtigsten Monster alles Empfänger sind und dann dementsprechend mal gucken muss, wie man auf die ganzen Nicht-Empfänger-Monster kommt. Jetzt wäre es natürlich cool gewesen, wenn ich auch Stufe 12er Synchro-Monster mit dabei gehabt hätte, fällt mir gerade mal so auf. Aber das Problem ist, dass das Extra-Deck auch ziemlich knapp bei mir geraten ist. Sonst habe ich hier auch nichts Brauchbares drin. Das bringt mir alles nicht so wirklich was. Das entweder ein Effekt abonnieren oder das. Ja, dann kann ich doch vielleicht besser den Weg versuchen. Ich rufe als Normalbeschwörung Rukia vom Weißen Wald. Und möchte gerne ihren Effekt aktivieren. Ich darf einmal pro Spielzug eine Zauber- oder Fallenkarte von meiner Hand oder Spielfeldseite auf den Friedhof legen, um dann anschließend eine Karte zu ziehen. Und da das Weglegen sind Kosten. Dann lege ich mir meinen Spielzeugsoldaten auf den Friedhof und würde gerne eine Karte ziehen wollen. Ist okay. Gut. Dann triggert das den Effekt von meinem Spielzeugsoldaten. Wenn er gesetzt auf den Friedhof gelegt wird aus der Zaubernfallenzone, daraus darf ich ihn spezial beschwören. Ich möchte was anketten. Glaube ich, ich möchte eben kurz gucken, welche. Ja doch, ich möchte anketten. Ja. Und zwar Effekt von Schädelkrieger. Schädelkönig. Schädelkönig. Als Schnelleffekt kann ich dann ein Monster in deinem Friedhof wählen. Und dann werfe ich eine Karte ab und kann dann das Monster als Spezialbeschwörung auf meine Spielseite beschwören. Das ist frech. Ich werfe diese Karte ab und wähle deinen Soldaten. Ja, okay, dann halt nicht. Kommt auf deiner Seite was an Infekten? Jetzt gerade nicht. Das, was jetzt gekommen wäre, hast du mir ja gerade zunichte gemacht. Dann kommt der Effekt von meinem Schattenpuppe Skomada. Der sagt nämlich, falls diese Karte durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, was sie wird durch den Schädelkönig, ist nicht Kosten, kann ich eine Schattenpuppenkarte vom Deck auf den Friedhof legen. Okay, ja, dann mach das mal. Zwei Sekunden. Ach, da war der Crowley, genau. Ne, der Crowley habe ich verbannt. Darunter ist noch die Rukia, die zweite. Ich suche eine bestimmte Karte gerade im Deck. Ich sehe sie nicht. Plot Twist, du hast sie ja schon auf dem Spielfeld liegen. Nee. Das ist, glaube ich, noch nicht passiert bisher. Okay, na dann bin ich ja beruhigt. Dann lege ich mir mal die Nile-Schattenpuppe Aria rein. Ja. Und die sagt wiederum, wenn die durch einen Karteneffekt auf dem Friedhof gelegt wird, kann ich bis zu 3 Karten in den Friedhöfen wählen, verbanne sie. Oha. Und dann möchte ich gerne deine Mondmind verbannen, diesen Kollegen, die Zauberkarte, genau, und die Rukia. Das ist frech. Einfach mal 3 Karten vom Friedhof zu verbannen ist schon, ja, dann ist das wohl so. Naja, aber ich kann auch dezent Danke sagen.
Denn dadurch, dass du jetzt während meines Spielzuges einen Monster-Effekt aktiviert hast, darf ich mein Talent der drei Taktiken benutzen und würde gerne den Effekt zum Ziehen von zwei Karten verwenden. Okay. Ziehe ich eine Karte, ziehe ich zwei Karten. Oh, das ist sogar gar nicht mal so schlecht. Da sind sie wieder, die One-Offs. Ja, genau. Ich aktiviere Harpyen Flederwisch. Das ist nämlich der nächste One-Off. Und wir können eine sauberen Fallenkarten zerstören wollen. Da möchte ich direkt anketten. Mhm. Übrigens, cooles Artwork, gefällt mir. Mhm. Ich muss ihn kurz nachlesen. Ich muss wissen, ob er sich jedes Mal aktiviert, wenn er auf den Friedhof gelegt wird. Oder wenn er, nur wenn der Gesetz aus der Zaubernfallenzone auf den Friedhof gelegt wird. Und der Effekt ist auch Hard Ones bitte. Okay, alles klar. Dann möchte ich einmal meine L-Schattenpuppen-Fusion anketten. Oha. Und meine Dogmatiker-Bestrafung. Autsch. Jetzt wird es aber hier richtig unverschämt. Genau. L-Schattenpuppen-Fusion ist im Grunde eine Fusion im gegnerischen Spielzug. Muss ich dafür was abwerfen? Ich glaube nicht. Nee, ich kann mal Monster von der Hand oder Spielseite benutzen, also Versuchmaterial. Und bei der anderen Karte wähle ich ein offenes Monster, lege dann ein Monster von meinem Extra-Deck auf den Friedhof und dann wird das Monster zerstört, solange es die gleiche oder höhere Angriffspunkte hat. Gut, welche Karte wählst du denn als Ziel? Das. Okay, dann leg mal was auf den Friedhof, was mindestens 2900 Angriffspunkte hat. Oder höher, genau. Dann lege ich mal weg mein Schädelgios. Der hat genug Punkte, ja. Dann wird mein Sokoa leider zerstört. Mhm. Aber deine Elschattenpuppenfusion darfst du nicht auflösen, wegen der negativen Wirkung von Dogmatiker Bestrafung. Ich darf in dem Spielzug nicht... Für den Rest des Spielzuges und bis zum Ende des nächsten Spielzuges keine Monster mehr aus dem Extra-Deck bespüren. Für den Rest oder in demselben? Für den Rest und bis zum Ende des nächsten Spielzuges. Schade eigentlich. Ja, hätte ich vorher durchlesen müssen. Hättest du andersrum spielen müssen. Mhm. Kettenbildung, Leute. Kettenbildung. Mhm. Kommt nochmal ein Tutorial zu. Ja gut, dann habe ich jetzt ein dezentes Problem, nämlich zu wenig Feldpräsenz. Ja, ich muss es trotzdem irgendwie riskieren. Ich gehe mal in die Battle-Phase und würde gerne mit Rukia einmal ein ominöses, verdecktes Monster angreifen wollen. Dann ist da mal ein Schattenpuppe-Igel. Mhm. Der hat einen Flip-Effekt. Wenn er aufgelöst wird, darf ich mir eine Schattenpuppe-Zauberfalle vom Deck dann hinzufügen. Ja, okay, mach mal. Obwohl, ist es die? Ich gucke lieber nochmal nach, weil die kann ich jetzt nicht benutzen. Lieber auf Nummer sicher gehen. Mhm. Ein doppelt genäht hält besser. Genau. Ja, nehme ich doch besser mal Schattenpuppe, schieß mal. Mhm. Ist besser als die Fusion, die ich jetzt in meinem kommenden Spielzug gleich benutzen kann. Das ist richtig. Das wäre erstmal eine tote Karte per se. Gut, dann gehe ich in die Main-Phase 2 und werde anschließend meinen Zug auch schon wieder beenden. Alles klar, ich bedanke mich. Dann Draw Phase. Mhm. Standby Phase und Main Phase. Mhm. Was passiert nochmal, wenn ich angreife mit der wegen der Karte? Dann kann ich eine verdeckte Karte, die ich kontrolliere, auf den Friedhof legen und jenes Monster des Gegners zerstören. Nur wenn ich angreife, ne? Nur wenn du angreifst, ja. Das ist natürlich ärgerlich für mich. Unwesentlich, aber ja. Es gab ja auch noch irgendeinen Fossildrachen, der was im Friedhof konnte. Das sind aber, glaube ich, einer von den vier. Das war der Schädelkrieger und der Schädelgar. Das sind die Vierer und Sechser, die das machen. Oder Fünfer. Das sind die etwas niedrigstufigen, die das können. Den Krieger kann man vom Friedhof verbannen, um eine gegnerische Karte zu zerstören. Und der Schädelgar, der konnte nochmal die Fossilfusion suchen. Ach so. Das mit dem Zerstören, ist das once per turn? Das ist einmal pro Spielzug, ja. Ist es dann beim, ist es ein Muss oder ein Kann-Effekt? Das ist ein Kann-Effekt. Okay.
dann ist es trotzdem blöd, wenn ich zuerst mit einem Soldaten angreifen würde. Ich kann trotzdem mal noch den Angriff von deinem König zerstören. Also ich kann deinen König trotzdem noch zerstören, also von daher. Ja, dann würde ich einfach nur eine Karte setzen und in die Endphase gehen. Alles klar, dann gehe ich mal in die Draw-Phase. Standby-Phase und Main-Phase. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich aktiviere die Karte Trismegistus. Aha, was kann die denn? Die sagt das erste Mal, wenn ein Magistus-Monster, das mit einer Ausrüstungskarte ausgerüstet ist, durch Kampf zerstört werden würde, wird es nicht zerstört. Und ich kann einen der beiden folgenden Effekte von Trismegistus pro Spielzug verwenden, aber auch nur in dem Spielzug einmal. Ich kann entweder während meiner Main-Phase ein Hexermonster der Stufe 4 als Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören. Mhm. Oder ich kann diese offene Karte auf den Friedhof legen und dann eine beliebige Anzahl Magistus-Monster mit unterschiedlichen Namen als Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören. Aha. Sonst keine Einschränkung? Sonst keine Einschränkung. Und ich möchte gerne den ersten Effekt von Trismegistus benutzen, um einen Hexer der Stufe 4 als Spezialbeschwörung aus meiner Hand zu rufen. Ist okay. Dann beschwöre ich in dem Fall Reliona, die Magistus des Glases. Und die hat einen wunderbaren Beschwörungseffekt. Wenn sie beschworen wird als normale Spezialbeschwörung, darf ich entweder meiner Hand eine Magistus-Zauberfalle von meinem Deck hinzufügen oder ich darf eines meiner verbannten Hexermonster der Stufe 4 oder niedriger auf den Friedhof zurücklegen. Und ich würde gerne den ersten Effekt benutzen, um eine Magistus-Zauberfalle vom Deck der Hand hinzuzufügen. Kannst du machen. Das ist dann ja traumhaft. Das wäre eine Option, aber ich glaube... Das sollte eher die Magistus-Beschwörung sein, die ich gerne hätte. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Dann möchte ich ihn gerne aktivieren. Meine Magistus-Beschwörung. Mit dir darf ich ein Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von meinem Extra-Deck beschwören, dafür Monster von meiner Hand oder Spielfeldseite als Material verwenden, darunter ein Hexermonster. Und falls ich ein Magistus-Fusionsmonster beschwöre, kann ich auch Monster in meiner Zaubern-Fallenzone verwenden. Mit denen ein Magistus-Monster ausgerüstet ist. Kommt da erstmal was von dir? Ne, kannst du machen. Gut, dann verschmelze ich meine beiden Zoroas von der Hand. Ja. Und dann beschwöre ich meinen Aivas, den Magistus-Zaubergeist. Was kann der denn auf dem Feld? Der kann ein Monster wählen, beziehungsweise ich kann als Schnelleffekt ein anderes Monster auf dem Spielfeld wählen und es mit ihm ausrüsten. Und wenn ich ein gegnerisches Monster ausrüste, übernehme ich die Kontrolle, aber ich darf seinen Effekt nicht benutzen. Hm. So, das ist aber nur die halbe Miete. Das könnte ich auch. Oh, das geht ja auch noch. Das wäre auch noch eine Option und den könnte ich auch noch machen. Aber ich glaube, ich gucke erstmal, was du machst, wenn ich den Effekt von Aivas aktiviere und dafür deinen Fossilkrieger Schädelkönig als Ziel wähle. Dann werde ich selbstverständlich anketten. Ja. Nämlich meinen Schattenpuppen Schisma. Mhm. Und sie sagt, während der Main Phase kann ich ein Schattenpuppenmonster Fusionsbeschwören vom Extra Deck, indem ich das auf dem aufgeführte Material von der Spielseite oder meinem Friedhof verbanne. Mhm. Aber es kann nicht in den Spielzug oder es kann generell nicht angreifen. Und dann kann ich ein Monster, das der Gegner kontrolliert und das dieselbe Eigenschaft wie das als Fusionsbeschwören Monster hat, auf den Friedhof legen. Mhm. Außerdem möchte ich daran anketten, den Schnelleffekt von Schädelkönig. Ja, das ist in Ordnung. Ich wähle im Friedhof. Ich könnte theoretisch den nehmen. Oder? Ich
kann Zora als Conny Special. Er wurde dann nochmal beschworen. Ne? Das ist richtig. Ja, dann werfe ich mal dann so Zora, oder also das Synchro-Monster, und werfe dafür ein Monster ab, um ihn Spezial zu beschwören. So, jetzt mache ich Fusionskrams mit dem aus meinem von meinem Feld. Verbannen war es. Ja, ne? Von der Spielfeldseite und Friedhof verbannen. Und aus dem Grave nehme ich einfach meinen Squamata. Und Schattenpuffmonster plus Erdemonster ergibt El Schattenpuppe Shikinaga. So, dann dürfte ich anschließend noch ein Erdemonster verbannen, aber gibt ja nichts. Gerade nicht so viel. Genau, das war leider dann der Nachteil bei denen. Das kann nicht direkt angreifen, okay. So, was ich über Shikinaga schon mal erzählen kann, wenn der Effekt eines als Spezialbeschwörung beschworenen Monsters aktiviert wird, solange ich eine Schattenpuppe-Karte in der Hand habe, Schnelleffekt, kann ich die aktivieren oder verlieren, falls ich das tue, die Karte zerstören und dann lege eine Schattenpuppe-Karte von der Hand auf den Friedhof. Die ist hard once per turn und falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, kann ich einen Schattenpuppenzauber im Friedhof wählen und ihn in meine Hand hinzufügen. Mhm. Also soweit so unrelevant. Aber was noch relevant ist, ist Schattenpuppe-Ungeheuer, weil ich den ja durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt habe. Aber erstmal versucht sich der aufzulösen. Ausrüstungseffekte versuchen sie trotzdem aufzulösen und wenn das Ziel aber nicht mehr da ist, dann werden sie halt auf den Friedhof gelegt, was natürlich jetzt für mich wieder suboptimal ist. Genau. Dann der Effekt von Schattenpuppe-Ungeheuer, weil er durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wurde. Darf ich eine Karte ziehen? Hast du schon gemischt? Oder abgehoben? Ich mische auch nochmal, ne? Oder? Ne, ich hatte abgehoben, alles gut. Okay. Gut, dann. Darf ich weitermachen? Ja. Guten Abend, schattiger Albas. Ich wollte heute einen Albas in mein Deck packen, aber es gab keinen Platz mehr. Ja, die Frage ist, was mache ich jetzt mit dir? Jetzt hast du mir einfach mein Monster geklaut. Das ist nicht nett. Ja, dann stelle ich dich vor einer kleinen Herausforderung und mache eine Synchro 8 mit meinen beiden Monstern. Okay. Und dann begrüßen wir einfach mal Varam, den Magistus Göttlichkeitsdrachen. So, auf dem Spielfeld sagt er folgendes: Wenn diese als Synchro-Beschwörung beschworene Karte zerstört wird, darf ich alle offenen Karten zerstören, die der Gegner kontrolliert. Und der Rest ist halt nur, solange er eine Ausrüstungskarte ist, also jetzt gerade nicht relevant. So, dann gucken wir mal, was ich noch so tun kann. Oh, das kann ich ja auch noch machen. Das ist cool. Dann würde ich noch den Effekt von Reliona, Magistus des Glases, aktivieren wollen. Ich verbanne sie vom Friedhof und wähle meinen Varam und würde ihn gerne mit einem Magistus-Monster vom Friedhof ausrüsten wollen. Okay. Dann nehme ich mein Eiwas. Und jetzt 1000 ATK und Def oben drauf. So, 3-9. So, komm doch. Du willst den nächsten Spielzug nicht erleben, Dirk. Dann bist du dran. Alles klar. Jetzt fällt mir sogar auf, dass ich ihn einfach hätte in Angriffspositionen beschwören können und dann hätte ich aber noch ein bisschen was überrennen dürfen. Aber, naja, who cares. Ja, das ist jetzt doppelt blöd für dich, glaube ich. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Draw Stand by Main. Ja. Ich tributiere dein Monster. Ich habe nämlich gerade Kaiju nachgezogen. Okay, kann man mal machen. Ja, die Karte nervt mich jetzt natürlich ein bisschen. Soll sie auch. Das da ist, glaube ich, ein verdeckter Soldat oder irgendwie sowas. Die schützt nur eine Monster, oder? Oder macht sie sonst noch die was? Die schützt nur Magistus-Monster. Wenn sie durch ausgerüstet sind, dann könnten sie aber nicht durch Kampf zerstört werden. Okay. Du hast einen Kaiju und nicht, ich nicht, deswegen special ich noch einen, meinen Jisukiru. Ah ja, okay. Ja, ich würde sagen, gucken vielleicht alle Truppen Sturmangriff mit dem Soldaten noch in Angriffsposition und würde dann in die Battle Phase reingehen. Das ist in Ordnung. Dann greife ich mit Shikinaga den Kaiju an. Mit Shikinaga möchte er angreifen. Wenn ich ihn jetzt zerstöre, dürftest du dir eine Schattenpuppe-Zauber vom Friedhof zurücknehmen. Genau, sie sagt aber auch, sie sagt glaube ich nicht während der Battle Phase oder während der Schadensberechnung.
Ja, dann nehme ich das mal. Dann wären das 400 Schaden für dich. Und das ist in Ordnung. Leider. Dann für 1,5 direkt. Das ist auch in Ordnung. Dann für 2,9 direkt. Da möchte ich gerne intervenieren mit dem Effekt der Spielzeugkiste. Ich lege mal meinen Spielzeugpanzer auf den Friedhof und zerstöre so. Oh. Kann was, wenn er zerstört wird, ne? Ne, nur wenn er auf dem Friedhof liegt. Ah, okay. Dann kann ich eine Magistruskarte, die ich kontrolliere, zerstören und ihn vom Friedhof beschwören. Aber sagt er, wird sich der Effekt von Spielzeugpanzer, sollte er nämlich gesetzt auf den Friedhof gelegt werden, darf ich ihn spezial beschwören. Okay. So kann ich zumindest noch ein bisschen mehr Schaden verhindern. Ist cool für mich, dann greift diese Kyro noch den Panzer an. Ja, das ist okay. Main Phase 2. Mhm. Und die Endphase. Alles klar, dann Draw Phase. Standby Phase und Main Phase. Das könnte jetzt interessant werden. Ich aktiviere als erstes mal den Effekt von Zoroa im Friedhof. Mhm. Und möchte gerne meine Tris Magistus wählen. Ich würde sie gerne zerstören und mir dann anschließend Zoroa zurück auf das Spielfeld holen. Okay. So, dann als nächstes aktiviere ich den Effekt von LZ vom Weißen Wald. Zu spät. Ja, ich hätte erst den Effekt von der Spielzeugkiste machen sollen. Egal, selber verkackt. Ich aktiviere den Effekt von LZ. Ich lege meine Spielzeugkiste auf den Friedhof, würde gerne sie spezial beschwören und mir anschließend ein Weißen Waldmonster vom Deck der Hand hinzufügen. Okay. Und suche mir meine Sylvie vom Weißen Wald. Die würde ich dann noch gerne einmal als Normalbeschwörung beschwören. Mhm. Und dann aktiviert sich der Effekt, wenn sie beschworen wird, darf ich meine Weißen Waldzauber der Falle vom Deck der Hand hinzufügen. Ui. Will ich da was gegen machen? Ne, kann ich gar nicht. Du hast keine Schattenpuppenkarte auf der Hand. Dann mach gerne weiter. So, die Frage ist... Ah, das könnte eventuell... Oh, das könnte sogar sehr gut helfen. Oh ja, das wird gut. Das heißt, ich würde mir noch die suchen. Ich suche mir die Geschichten vom Weißen Wald. Hab ich mir fast gedacht. So, dann als nächstes mache ich eine Synchro 6. Machen meine Monster jetzt gute Nacht. Das hast du gut erkannt. Ich beschwöre Silvera, Wolfszähmerin vom Weißen Wald. Wenn die gute Dame speziell beschworen wird, darf ich alle offenen Monster, die du kontrollierst, in die verdeckte Verteidigungsposition ändern. Außerdem bekommen Illusions- und Hexer-Synchro-Monster, die ich kontrolliere, 5 ATK obendrauf. Außerdem machen sie doppelten durchschlagenden Kampfschaden. Good night. So. Ja, das bringt mir alles gerade. Nicht so viel. So, Shikinaga hat 3000 Verteidigungspunkte. Der Jisokiro hat 2,6. Gut. Und der Soldat hat 1000 Punkte. Dann würde ich gerne...
Gucken wir das noch, was die zu machen. Ich aktiviere Geschichten vom Weißen Wald und würde mir gerne ein Weißen Wald-Monster suchen wollen. Ist okay. Suche ich mir die Astella vom Weißen Wald. Dann möchte ich gerne in die Battle-Phase eintreten. Dann möchte ich am Ende der Main-Phase den Effekt von Schisma benutzen. Mhm. Und würde einfach mal den Dude hier benutzen, mhm. Das als Lichtmonster. Mhm. Verbannen war es, ne? Verbannen, ja. Und aus dem Grave nehme ich mir Ariel. Mhm. Ariel, die heißt wie ein Waschmittel. Ariel, ja. Und gehe in das ominöse Konstrukt. Ja. Weißt du noch, was Konstrukt kann? Auf Beschwörung sucht sie dir, glaube ich, eine Shadol-Zauberfallenkarte, ne? Karte auf dem Friedhof. Oh, okay. Und am Beginn des Damage-Steps, falls diese Karte gegen ein spezialbeschworenes Monster kämpft, zerstört das Monster. Ja. Und falls sie selber auf den Friedhof gelegt wird, kann ich eine Schadenprobe-Zauberfalle vom Friedhof meiner Hand hinzufügen. Mhm. Aber erstmal das auf dem Friedhof legen. Ja. Ja, ich muss gerade nachdenken, was ich nehme. Ich kenne die Effekte wieder mal nicht auswendig. Ja, komm, nehme ich einfach mal das Ungeheuer mhm. und hoffe mal aufs Beste, weil das auf dem Friedhof gelegt wurde, darf ich jetzt wieder eine Karte ziehen. Mhm. Und dann kannst du weitermachen. Gut, dann trete ich nochmal trotzdem in die Battle-Phase ein und würde gerne mit Zoroar, die Magistus Lore Katastrophe, einmal den Jisukiro angreifen mit 3400 Angriffspunkten. Ja. Das sind dann einmal 800 Punkte Schaden, weil du doppelten durchschlagenden Kampfschaden bekommst. Nee, gar nicht wahr. Der 3-4 und 2-6, das sind dann 800 mal 2, so, okay. Also 1600 Schaden. Genau. So. Ja, mit 2400 Punkten komme ich an den 3000 Punkten von Shikinaga nicht so wirklich vorbei. Dementsprechend gehe ich in die Main-Phase 2 und einmal in die Endphase. Alles klar. Draw-Phase, mhm. Standby-Phase und Main-Phase. Und mir ist gerade aufgefallen, ich kann die Karte ja wirklich in jeder Mainphase benutzen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber die Monster können halt nicht direkt angreifen. Den darf ich wieder aufdecken, ne? Das darfst du, ja. Dann werde ich das zuerst mal machen. Sie machte irgendwie einen Push oder sowas? 500 ATK für alle Hexer und Illusionen Synchromonster, die ich kontrolliere. Also ist sie bei 2, ja, 2-4 hast du ja gerade schon gesagt. Genau. Gut, dann gucke ich mal, ob ich dich vielleicht irgendwie jetzt kaputten kann. Der macht nichts, wenn es zerstört wird und der auch nicht, ne? Nö. Und sie legt die einfach nur auf den Friedhof. Ne, zerstört. Zerstört, ja. Die machen nichts auf Zerstörung, ne? Nee. Ja, dann würde ich sie wieder benutzen. Mhm. Schieß mal. Und benutze ein Ungeheuer und... Ich muss eben kurz gucken, ob ich 2 Shikinaga habe. Ich habe 2 Shikinaga. Frech. Und mein Jelgios. Mhm. Und gehe auf meinen zweiten Shikinaga. So, der hatte auch einen Push, hast du gesagt, ne? Ja, alle meine Hexer und Illusion Synchro-Monster haben ATK-Push. Alles klar. Battleface. Ja. Aber nur solange die da offen liegt, ne? Das ist richtig. Gut, dann bin ich doch ganz gut, wenn ich sage, ich greife zuerst mal mit Shikinaga auf ihn an. Ja, dann bekomme ich 200 Punkte Schaden. Mhm.
Ah, ich habe einen Denkfehler. weil Shikinaga kann ich direkt angreifen. Genau. Dann würde ich mit Konstrukt auf ihn angreifen und auch den Effekt, glaube ich, benutzen und aktiviert sie automatisch. Also er zerstört das Monster einfach am Beginn des Damage Steps. Ja, das ist soweit in Ordnung. Ja, und wegen Shikinaga darf ich leider nicht direkt angreifen. Genau, wegen der Schisma. Weil du sie alle mit Schisma beschworen hast, dürfen die alle nicht direkt angreifen. Ja gut, dann setze ich... Ach, guck mal, egal. Setze ich eine Karte verdeckt und du bist dran. Dann würde ich gerne in deiner Endphase noch den Effekt aktivieren wollen von Sylvie vom Weißen Wald. Ich wähle dafür meine Silvera und würde sie gerne einmal ins Extra-Deck zurückmischen und Sylvie vom Friedhof spezial beschwören. Allerdings werden ihre Effekte annulliert. Okay. Und das wiederum triggert den Effekt von meiner Ezet im Friedhof. Wenn ich nämlich während deines Spielzuges ein Lichthexer-Empfänger-Monster-Spezial beschwöre und sie sich im Friedhof befindet, darf ich mir sie in meiner Hand hinzufügen. Okay. Recycle. Mhm. Kann schon was. Gut, dann Draw-Face. Mhm. Standby-Face und Main-Face. So, gucken wir doch mal, was mache ich jetzt mit dir? Das bringt mir jetzt gerade mal so gar nichts. Das könnte ich... Ach, ist das belastend. Ja, oder ich muss einfach nur hoffen. Ja. Ich normal beschwöre Astella vom Weißen Wald. Ja, okay, mach mal weiter. Genau, mit ihr dürfte ich jetzt eine Zauberfalle von meiner Hand oder Spielfeldseite auf den Friedhof legen, um einen Lichthexer-Empfänger als Spezialbeschwörung aus meinem Deck zu rufen. Und sollten ein oder mehr Zauberfallen auf den Friedhof gelegt werden, um den Effekt eines Monsters zu aktivieren, solange sie sich im Friedhof befindet, darf ich sie wieder als Spezialbeschwörung beschwören. Außer während des Damage-Steps natürlich. Aber ich mache erstmal eine Synchro 6 mit den beiden. Jo. Und dann beschwören wir mal den Drei-Klingen-Meister. Oh. Der bekommt Effekte abhängig davon, mit welchen Stufen ich ihn beschworen habe. Sollte ich ihn mit mehr als zwei Monster beschworen haben, bekomme ich alle drei Effekte von ihm. Da ich ihn mit Stufe 2 und Stufe 4 beschworen habe, darf ich seinen Effekt benutzen, um eine Karte zu ziehen. Okay, ich hoffe das Beste für dich. Das ist... Ich setze eine Karte verdeckt. Und aktiviere den Effekt von Ezet vom Weißen Wald. Ich lege eine Zauberfalle von meiner Spielfeldseite auf den Friedhof, um sie zu beschwören. Und dann suche ich mir eine Weiße Wald-Monsterkarte vom Deck der Hand hinzu. Okay. Da suchen wir uns die Rukia. Kannst du Rukia irgendwie spezial beschwören? Die kann ich spezial beschwören, wenn ich ein Weißen Wald-Monster kontrolliere. Aber jetzt aktiviert sich erstmal der Effekt von meinem Spielzeugsoldaten. Da ich ihn verdeckt aus der Zauber-und-Fallen-Zone auf den Friedhof gelegt habe, darf ich ihn spezial beschwören. Ist das nicht cool? Das ist relativ cool, ja. Ja. Und das aktiviert auch seinen zweiten Effekt. Wenn er beschworen wird, darf ich mir eine Spielzeugkiste suchen, beziehungsweise wenn ich die Spielzeugkiste auf dem Feld liegen habe, darf ich mir stattdessen ein Level 4 Lichtmonster suchen. Aber in dem Fall darf ich nur die Spielzeugkiste mir holen. Ist das in Ordnung? Darfst du. Sehr gut. Das Gute ist, ich habe noch eine. Ich komme trotzdem noch irgendwie ins Spiel. Das ist irgendwie erfreulich. Jetzt müsste ich mal eben ganz kurz nachdenken. Ja. Und eben was nachlesen. Mhm. Oh, okay. Ich brauchte eigentlich gerade was zerstören kann, aber leider kann ich damit gerade nicht dienen. Deswegen mach gerne weiter. Sehr gut. Dann aktiviere ich meine Spielzeugkiste. Ja. Und würde gerne den Effekt zum Setzen wieder benutzen wollen. Ja. Dann setze ich mir den Spielzeugpanzer von hier. Handdeck. Ja. Und einen Soldaten aus meinem Deck. So. Ich komme tatsächlich noch ins Spiel. Das ist irgendwie cool. Dann kann ich jetzt meine Rukia spezial beschwören, weil ich meine LZ kontrolliere. Mhm.
Dann machen wir wieder eine Synchro 6 mit den beiden Damen. Und beschwören dieses Mal Esiela, unheimliche Seele vom Weißen Wald. Und auf Beschwörung kann ich eine Zauberfalle von meiner Hand oder Spielfeldseite auf den Friedhof legen, um eine Weißen Waldkarte oder ein Lichthexermonster vom Deck der Hand hinzuzufügen. Da würde ich mir den Spielzeug Panzer mal auf den Friedhof parken, um eine Weißen Waldkarte zu suchen oder ein Lichthexermonster. Ja, ist okay. So, dann nehmen wir. Ich suche mir, halte dich vom Weißen Wald fern. Was kann die? Wenn ich ein Hexer oder Illusionsmonster der Stufe 6 oder höher kontrolliere, darf ich eine Karte wählen, die du kontrollierst und sie zerstören, und sollte ich sie für einen Monstereffekt abwerfen, darf ich sie mir setzen. Unter welchen Bedingungen? Hexer oder Illusionsmonster Stufe 6 oder höher muss ich kontrollieren. Oh, das kommt schon mal vor, dass du das hast. Genau, soll schon mal passieren. Aber erstmal kommt der Effekt von Spielzeug Panzer. Da ich ihn halt verdeckt auf den Friedhof gelegt habe, darf ich ihn spezial beschwören. So, dann haben wir Timeout. Dann gucke ich mal, ob ich jetzt noch ein bisschen Schaden verursachen kann. Genau, dann beschwöre ich den erstmal. So, dann möchte ich gerne. Komme ich auf noch irgendwas, was dir zumindest ein bisschen Schaden macht? Ich fürchte allerdings nicht. Zumindest nicht, wenn ich nicht in die Battle-Phase komme. Ja, dann würde ich sagen, geht das an dich. Okay. Ja. War aber ein mega spannendes Duell. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn du jetzt noch mehr Zeit gehabt hättest, hättest du gewonnen. Ich hätte noch ein bisschen was rauskitzeln können, ja, ich denke schon. Aber sei es drum. War ein schönes Duell. Dankeschön. Gut. Und falls euch das Duell gefallen hat, gerne nochmal ein Like da lassen, Abo nicht vergessen und dann beim nächsten Match wieder hoffentlich einschalten. Macht's gut und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.